Leute, heute möchte ich mit euch in eine ganz faszinierende Welt eintauchen. Und Tauchen ist dabei auch das Stichwort, denn heute geht es um Zierfische. Ob ich aber wirklich ins Wasser gehe und was man alles beachten muss, wenn man sich Zierfische als Haustier halten will, das erfahrt ihr gleich. Vorher gibt es die Quizfrage. Wie bringen Zierfische ihren Nachwuchs auf die Welt? Ist es Antwort A? Sie legen Eier, aus denen später die Fische schlüpfen. Vielleicht ist es auch Antwort B. Wie bringen sie Leben zur Welt? Die Auflösung gibt's später, aber vorher habe ich noch ein paar tolle Infos für euch. Zierfische gibt es in 1000 verschiedenen Farben. Die meisten kommen aus den Tropen. Dort ist es immer warm. Einige Arten leben im Meerwasser. Das ist richtig salzig. Andere Zierfische schwimmen in tropischen Flüssen und Seen, also in Süßwasser. Um die geht es heute. Die sind pflegeleichter als die Arten aus dem Meer. Im Kleintierzoo Wasserstern in Ingolstadt treffe ich Werner. Er ist Zierfischexperte. Boah, hier werde ich ja gleich ordentlich begrüßt. Die sind aber schön. Hallo. Hi, Werner. Hallo, Anna. Boah, ich habe gerade schon deine Papageien gesehen. Die sehen ja toll aus. Aber die machen ganz schön Lärm. Ordentlich laut sind die. Ja, das ist denen ihre Art. Aber dafür gehen wir jetzt zu den Fischen. Und da ist es mucksmäuschenstill. Okay, geh mal. Das ist ja ein toller Raum. Boah, schaut euch mal die vielen verschiedenen Farben an. Die Muster, da ist einiges los. Und hier? Ist das ein Piranha? Das sind die Piranhas. Und die Zähne von denen, die du siehst, die sind so scharf wie Rasierklingen. Also Werner, ich glaube, ich kann gut verstehen, was dich so an Aquarien fasziniert. Das ist so eine ganz eigene Welt, wo man viel beobachten kann. Richtig, das ist ja auch der Spaß an der ganzen Sache, dass man sich immer in die Natur versetzt fühlt. Werner, du hast ja jetzt hier ganz schön viele verschiedene Aquarien, auch unterschiedliche Größen. Was würdest du denn so sagen, ist die Mindestgröße, die man braucht? Also prinzipiell kann man sagen, ein Aquarium kann nicht groß genug sein. Aber als Mindestgröße würde ich zum Beispiel das hier ansehen. Das hat eine Länge von 60 cm, eine Höhe von 30 cm und eine Tiefe von 30 cm. Das heißt, das Aquarium hat etwa 60 Liter Rauminhalt. 60 Liter Wasser gehen da rein? 60 Liter gehen da rein. Boah, das sieht ja gar nicht so aus. Ja. Also 60 Liter, ein Liter ist hier. Das ist ein Liter, eine Flasche, die ihr so trinkt. Und die geht 60 Mal da rein. Wie viele Fische kann ich denn da rein tun? Also man rechnet normalerweise als Daumenwert pro Zentimeter Fischlänge einen Liter Wasser. Die Rechnung geht so. Will man zum Beispiel 20 Fische einsetzen und jeder Fisch ist 3 cm lang, dann rechnet man. 20 mal 3 cm ergeben 60 cm. Für jeden der 60 cm benötigt man einen Liter Wasser. Das Aquarium muss also mindestens 60 Liter fassen. Das Becken setzt man auf eine Matte aus Schaumstoff. Sie schützt den Glasboden. Wenn das Aquarium voll Wasser ist, wird es sehr schwer. Deshalb sollte es auf einem stabilen Möbelstück stehen. So, Werner, dann können wir jetzt loslegen, oder? Was kommt denn da jetzt alles rein außer Wasser und Fische? Ja, als erstes kommt Sand rein. Den Sand für das Aquarium kann man kaufen. Er sollte grobkörnig sein. Sand vom Spielplatz eignet sich nicht. Vor dem Einfüllen wird der Sand gewaschen. Oh, das wird gleich trüb, das Wasser. Dieser Dreck hätte das Aquariumwasser verschmutzt. Dann rühre ich jetzt mal ordentlich um. Das mag ich immer am liebsten, wenn ich so richtig schön rummanschen kann. Jetzt kommt der gewaschene Sand ins Becken. Das ist ja eine ordentliche Matschepampe. Die Matschepampe breitet man auf dem Boden aus. Die Schicht sollte 3 bis 5 cm dick sein. Und? Erkennt ihr das? Das ist natürlich ein Fisch, klar. Aber so ein richtig gefährlicher mit scharfen Zähnen. Weiter geht es mit Steinen. Die kann man in der Natur suchen. Sie verschönern das Aquarium und in den Höhlen können sich die Fische verstecken. Mit Steinen kann man tolle Unterwasserwelten bauen. Wichtig ist, die Steine sollten keinen Kalk enthalten. Der würde sich im Wasser herauslösen und die Fische krank machen. Jetzt kommt Technik ins Spiel.
Als nächstes brauchen wir noch einen Filter für unser Aquarium. Wofür brauchen wir den genau? Den brauchen wir, um das Wasser sauber zu halten, damit wir die Fische auch schön sehen können. Und wie genau so ein Filter funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Schmutziges Wasser läuft durch den Filter. Das ist ein Stoff, der Wasser hindurchlässt, aber schmutzige Teilchen aufhält. Dadurch wird das Wasser wieder sauber. Die Wasserpumpe hat im Inneren einen Filter aus Schaumstoff. Das Gerät setzt man in die Ecke des Aquariums. Daneben kommt die Heizung. Sie soll später das Wasser erwärmen. Man stellt sie auf 25 Grad. Zierfische mögen es warm. Mit dem Thermometer kann man die Wassertemperatur kontrollieren. Jetzt fehlen noch Wasserpflanzen. So, dann nehmen wir als erstes mal eine Vallisnerie. Vallisnerien sind einfach zu haltende Pflanzen. Und die wachsen auch rasch und die werden auch sehr hoch. Das Einpflanzen ist ganz einfach. Loch in den Sand bohren, Pflanze einsetzen. Große Pflanzen kommen nach hinten, kleine nach vorne. So sieht man später die Fische besser. Und wofür brauchen die Fische die Pflanzen? Ja, die Pflanzen spielen eine ganz wesentliche Rolle. Sie erzeugen nämlich Sauerstoff im Wasser. Und den kann man sogar sehen. Hier steigen feine Bläschen aus der Pflanze hoch. Ohne Sauerstoff würde kein Fisch im Wasser überleben. So, jetzt haben wir aber genug vorbereitet. Jetzt will ich mal ein bisschen Action sehen. Ich würde sagen, Wassermarsch! Man könnte normales Leitungswasser einfüllen, aber dann dürfen noch keine Fische rein. Die würden darin sterben. Warum? Das Leitungswasser ist zu sauber. Das Wasser im Aquarium müsste 2 Wochen stehen bleiben, bis sich Bakterien in ihm vermehrt haben. Und die sind sehr wichtig. Die Fische machen Pipi und Kacke ins Wasser. Das darin enthaltene Nitrit ist giftig. Damit die Fische nicht sterben, müssen genügend Bakterien im Wasser leben, die das Nitrit unschädlich machen. Aber 2 Wochen wollen wir nicht warten. Wir nehmen Wasser aus Werners Aquarium. Darin sind schon genug Bakterien. Das dauert aber ganz schön lang, oder? Ich kann dir in der Zwischenzeit mal einen Witz erzählen. Ja. Treffen sich 2 Fische, sagt der eine zum anderen, hi, sagt der andere, wo? Jetzt wird die Technik angeschlossen. Die Heizung erwärmt das Wasser auf 25 Grad. Die Filterpumpe saugt unten das Wasser an, reinigt es im Filter und stößt es oben sauber wieder aus. Das Wasser wird so ständig umgewälzt und bewegt. Das mögen die Fische. Jetzt ist endlich der Moment gekommen, auf den ich so lange gewartet habe. Ich darf die Fische einsetzen. Und die sehen super toll aus. Schaut mal die vielen verschiedenen Farben. Bevor man sich Fische zulegt, sollte man sich genau informieren. Denn manche Arten vertragen sich nicht miteinander. Wir haben uns für pflegeleichte Fische entschieden. Guppies, Black Mollies, Neons und einen Wels, der bei der Scheibenreinigung hilft. Dazu kommen noch Wasserschnecken, genauer gesagt Turmdeckelschnecken. Und was machen die Schnecken jetzt da unten? Ja, die Turmdeckelschnecken, die tun zum einen den Boden umgraben. Das ist gut für den Boden und gut für die Pflanzen. Und zum anderen fressen die die Überfreste vom Futter von den Fischen. Das ist auch gut, dann verfault es nicht. Fische und Pflanzen brauchen Licht. Die Lampe ist in der Abdeckung. Das Aquarium muss oben zu sein, sonst könnten die Fische heraushüpfen. Das hier ist jetzt eine Zeitschaltuhr, die bestimmt, wann unsere Lampe Strom bekommt. Das heißt, wann die Aquariumslampe brennt und wann nicht. Wir haben jetzt hier von 9 bis 10 Uhr abends eingestellt. Das heißt, um 10 Uhr abends geht dann das Licht aus. Warum brauchen die Fische denn nachts die Dunkelheit? Ja, wir wollen den Fischen ja genau das Gleiche bieten, wie sie in der freien Natur haben. In der freien Natur gibt es also einen Tag und gibt eine Nacht. Ja. Und das wollen wir denen auch geben. Und vor allen Dingen ist das auch wichtig für die Pflanzen. Mhm. Weil die Pflanzen brauchen auch eine Art Ruhezeit nachts. Zum Schluss kleben wir noch eine Rückwand an, damit sich die Fische nicht von allen Seiten beobachtet fühlen. Die Technik schaltet man aus, bevor es ans Reinigen geht. Alle paar Wochen muss man ungefähr ein Drittel des Wassers austauschen. Dazu nimmt man ungefähr so viel raus und füllt es wieder mit warmem, frischem Leitungswasser auf. Dann bilden sich ab und zu so fiese grüne Algen an den Scheiben. Das ist natürlich blöd, weil dann sieht man seine Fische nicht mehr richtig. Dazu gibt es diesen Schaber hier.
Damit kann ich reingehen und die Scheiben wieder schön sauber machen. Abgestorbene Pflanzenreste muss man täglich herausfischen. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingstageszeit, Fütterungszeit. Ich tue hier mal ein bisschen was drauf. Was ist das denn? Das sind tierische und pflanzliche Bestandteile. Und das ist eigentlich das Grundfutter für fast alle Zierfische. Einmal am Tag wird gefüttert. Zierfische brauchen nur so viel, wie sie in wenigen Minuten wegfressen können. Gibt man ihnen zu viel, bleibt Futter übrig und verdirbt das Wasser. Ab und zu kann man ihnen Leckerlis geben, zum Beispiel getrocknete Mückenlarven. Die schmecken ihnen besonders gut. Die Fische gewöhnen sich manchmal an ihren Pfleger. Das heißt, derjenige, der die immer füttert, wenn der dann vorm Aquarium steht, dann kommen die Fische angeschwommen und warten darauf, dass der sie wieder füttert. Ah, das ist ja cool. Das heißt, wenn ich das jetzt jeden Tag mache, dann erkennen die mich schon. Dann erkennen die dich. Aber ich kann mir vorstellen, die wären jetzt nicht so begeistert, wenn ich da jetzt einen auf die Hand nehmen würde und den streicheln würde, oder? Dafür ist ein Fisch nicht geeignet, das mögen die überhaupt nicht. Die wollten auch nicht gefangen werden. Es sind also keine Kuscheltiere. Aber ich muss sagen, das ist ja wirklich so eine eigene, kleine, faszinierende Welt in so einem Aquarium, oder? Es ist so interessant, dass ich manchmal stundenlang vor dem Aquarium sitze und schaue dem Treiben der Fische zu. Das ist richtige Unterhaltung. Jetzt kommen wir zu den Kosten. Für 20 Zierfische zahlt man zwischen 50 und 100 Euro. Ein Aquarium mit Zubehör kostet zwischen 60 und 150 Euro. Pflanzen, Sand und Steine rund 30 Euro. Das Futter liegt bei 3 bis 5 Euro im Monat. Genauso viel braucht man auch für Strom. Und jetzt nochmal alle Infos zu den Zierfischen. Die gibt's auch im Internet. Wie viel Platz brauchen Fische? Das Aquarium sollte mindestens 60 cm lang, 30 cm hoch und 30 cm breit sein. Wie hält und pflegt man Fische? Sand, Steine und Wasserpflanzen. Damit schafft man eine Welt, in der sich die Fische wohlfühlen. Sie lieben es gesellig. Wichtig ist, dass man nur Arten zusammenhält, die sich miteinander vertragen. Was fressen Fische? Einmal am Tag bekommen sie Futter aus der Dose. Wie sieht's mit den Kosten aus? Für die komplette Anschaffung zahlt man zwischen 150 und 300 Euro. Laufende Kosten pro Monat 5 bis 10 Euro. Kuscheln Fische gerne? Fische wollen in Ruhe schwimmen dürfen. Man kann sie stundenlang beobachten, denn es gibt immer wieder Spannendes zu sehen. Ja, Werner, bevor ich mich jetzt verabschiede, habe ich noch eine Quizfrage, die gelöst werden müsste. Traust du dir das zu? Ich glaube schon. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du die richtige Antwort kennst. Und zwar, wie bringen Zierfische ihren Nachwuchs zur Welt? Ist es Antwort A, sie legen Eier und daraus schlüpfen die Fische dann? Vielleicht ist es auch B, sie bringen sie Leben zur Welt. Also die Antwort ist A und B. Die meisten Fische legen Eier. Dazu benutzen sie eine Legeröhre. Andere Arten bringen ihren Nachwuchs Leben zur Welt. Ich hatte einen ganz tollen und interessanten Tag. Wir sehen uns das nächste Mal wieder mit dem nächsten spannenden Tier. Bis dahin, tschüss und Servus.